Eva bemerkte nicht den glasigen Blick, mit dem Astrid ein Messer aus der Schublade neben ihr zog. Ahnungslos schob sie die Kaffeepatrone in den Schlitz der Kaffeemaschine und betätigte die Starttaste. Tanzschule des Grauens, Teil 2. Little Hop of Horrors, Part 2. Gibst du mir mal ein neues Wasser? Carsten B., das Faktotum der Tanzschule, der Falstaff des Parketts, war gerade mit der Zubereitung einiger Hektoliter Apfelschorle beschäftigt. Eva beugte sich zur Seite und öffnete den Kühlschrank, um Carsten B. eine Flasche Sprudel zu reichen, als die todbringenden Blausäuredämpfe mit dem Zischen einer altersschwachen Omnibustüre aus der Kaffeemaschine stoben und einer unglücklichen Stubenfliege, die zufällig ihre Bahn kreuzte, den Garaus machten. Schwer hing der unheilschwangere Geruch bitterer Mandeln in der Luft. Das Messer, das sich gerade noch nur wenige Zentimeter über Evas Nacken befunden hatte, prallte mit einem blechernen Ping auf den Fußboden hinter der Bar, als Astrid, von den Resten des sich verflüchtigenden Gases benommen, lautlos in sich zusammensackte. Eva ahnte nicht einmal, in welcher Gefahr sie sich befunden hatte, während sie ihrer immer noch leise röchelnden Kollegin wieder auf die Beine half. Das wahnsinnige Glitzern, das noch vor wenigen Sekunden Astrids Augen funkeln ließ, war jetzt verschwunden. Dennoch lastete eine unnatürliche, drückende Stille wie ein nasser Socken auf allen Anwesenden. Endlich durchbrach der Hospitant, der die Szene wie gebannt verfolgt hatte, das Schweigen mit der Frage, die jeden im Raum bewegte. Und was ist jetzt mit meinem Kaffee? Wie kann man denn nur so unsensibel sein? Empört drehte sich Eva zu dem Hospitanten um, dessen blassfahle, schweißkalte Haut den unheilbaren Koffein-Junkie verriet. Das glaub ich einfach nicht. Sie holte tief Luft, um dem so Gescholtenen ein Crescendo undamenhafter Bemerkungen an den Kopf zu schleudern, die sogar einen gestandenen Seemann schamviolett hätten anlaufen lassen. Als sie von der wieder zu Atem gekommenen Astrid mit den Worten unterbrochen wurde: Wer schmeißt hier eigentlich die Messer einfach auf den Boden? Ohne eine Antwort abzuwarten, legte sie das Messer in seine Schublade zurück. Sie wäre sehr erstaunt gewesen, hätte ihr jemand sagen können, wessen Fingerabdrücke als einzige auf dem Griff zu finden waren. Eva holte erneut tief Luft, um die so schnöde gestörte Schimpfkanonade doch noch wie einen Strom glühender Lava über den Hospitanten zu ergießen, als sie abermals, diesmal von Carsten, unterbrochen wurde. Schätze, die Kaffeemaschine können wir abschreiben. Evas Teint nahm vor lauter tief Luft holen langsam die Farbe einer nicht mehr ganz schnittfesten Tomate an. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihre Gesichtszüge gänzlich entgleisten, erlöste Carsten sie mit der Bemerkung: Kümmer du dich mal um deine Stepper. Ich mache hier schon weiter. Als Eva eine halbe Stunde später und eine Etage tiefer das knappe Dutzend steppender Deppen betrachtete, das sich unter grotesken Verrenkungen erfolglos abmühte, eine absurde Schrittfolge zu tanzen, hatte sich ihre Laune bereits ein wenig gebessert. Gute Musik und Tanzschüler, die man quälen konnte. Ja, so war das Leben lebenswert. Vielleicht hätte sie anders gedacht, hätte sie gewusst, dass im Mikrofon neben dem Plattenspieler eine Schrotpatrone geduldig darauf wartete, eben diesem Leben ein jähes Ende zu setzen. Ihre Laune hatte sich inzwischen erheblich gebessert. Frohgemut öffnete sie ihren Mund und begann lauthals mitzusingen.
Wird eine Ladung Schrot Eva L. kopflos machen? Wird ihr erster Tap ihr letzter sein? Und was ist jetzt mit dem Kaffee? Fortsetzung folgt.